Guten Tag, ich darf Sie wieder einmal begrüßen im Namen der DESK GmbH. Wir haben ein weiteres Neuerungsvideo zur Sage 100 904 vorbereitet. Die 904 wird am 4.7.2022 erscheinen. Das Thema heute ist das neue Mutationsprotokoll. Also ein kleines Video, kurzes Video, kurzer Überblick. Erst einmal die Frage, was ist denn ein Mutationsprotokoll? Das Mutationsprotokoll zeigt die Änderungen innerhalb der Sage 100 an. Das heißt, alles das, was an Änderungen in gewissen Bereichen durchgeführt wird, wird im Hintergrund protokolliert. In manchen Bereichen kann man das sogar noch einstellen, inwiefern dort eine Protokollierung stattfindet. Und das kann ich als Mutationsprotokoll ausgeben. Das ging auch in den vorherigen Versionen bereits, in den vorherigen Versionen allerdings als Listenauskunft, als Listendruck. Die Neuerung innerhalb der Sage 904 ist, dass wir das Ganze nun in einer grafischen Übersicht beziehungsweise in einer Maske denn zum Ausdruck bringen können. Wir sehen auch schon hier, beziehungsweise nicht zum Ausdruck alleine, sondern auch in einer Maske anzeigen können und auch danach suchen, filtern können etc. Wir können also hier wählen, welche Bereiche denn nun von dieser Protokollierung, von diesen Änderungen eingesehen werden sollen. Also das sind jetzt Bereiche aus dem Bereich der Finanzbuchhaltung, Bereiche aus der Warenwirtschaft. Ich wähle hier an dieser Stelle einmal aus, dass wir nun alle Änderungen im Bereich der Kontokorrente haben wollen. Wir können auch Kontokorrente gelöscht machen, aber wir wählen jetzt Kontokorrente an dieser Stelle. Und wir wollen jetzt nur die geänderten Datensätze sehen. Geändert heißt nicht die neuen Datensätze. Also wir könnten das jetzt nochmal zeitlich eingrenzen, das lasse ich jetzt erstmal und gehe auf Anwenden. Die Daten werden nun in die Maske geladen und innerhalb der Maske haben wir, wie es so üblich ist, natürlich hier gängige Möglichkeiten, nämlich beispielsweise, dass wir hier Spalten ein- und ausblenden. Also wenn hier Felder jetzt nicht in der Anzeige aktiv wären, könnten wir die hier wieder ranholen etc. Wir haben die Möglichkeit zu filtern, um zum Beispiel zu wissen, was hat jetzt ein gewisser Benutzer denn hier alles gemacht, welche Änderungen hat er durchgeführt. Sascha ist jetzt nicht das optimale Beispiel, wählen wir mal den Folger aus, dann haben wir hier schon ein paar Sachen mehr. Und die Änderungen, die er jetzt gemacht hat, werden dann auch hier angezeigt und protokolliert ausgegeben. Ja, das ist eigentlich die Änderung, die wir Ihnen kurz in diesem Video einmal zeigen wollten. Falls es Rückfragen gibt, Ihr Team der DESK GmbH steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.